Dein Tischkreissäge hat keinen Schiebeschlitten? Kein Problem. Deine Werkbank hat keinen Schiebeschlitten? Auch gar kein Problem. In diesem Video bauen wir einen Schiebeschlitten, der richtig gut funktioniert und den du mit jeder Werkbank und mit jeder Säge kombinieren kannst. Mein Name ist Sebastian und ich mache dich zum Held deiner Werkstatt. Was machen wir heute? Wir bauen einen Schiebeschlitten. Und ich muss sagen, viele von euch sind ja wirklich Fan eines Schiebeschlittens. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich es baue oder nicht, weil ich es nicht so häufig benutze. Aber nachdem ich das jetzt hier schon fertig gebaut habe, sage ich, das ist richtig, richtig mega. Dann schaut mal. Du hast eine sehr große Ausladung hier und das auch nur mit zwei Linearschienen. Wie wir das gemacht haben, wirst du ja gleich sehen. Und das Ganze geht auch. Natürlich, wie es sein muss, hier bis hinter das Sägeblatt. Und wie du das baust, zeige ich dir in diesem Video. Und dass das Ganze eigentlich relativ einfach ist, zeige ich dir auch in diesem Video. Weil das sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist in ein paar Stunden erledigt und ist ein richtig cooles Projekt, was zudem auch nicht viel kostet. Ein Hinweis nochmal. Und zwar ist es so, dass ich sehr, sehr viele Kommentare bekommen habe zu genau dieser Werkbank. Ich finde sie mega gut. Ihr sagt, Mensch, aber irgendwie erinnert mich die an eine Werkbank von einem YouTuber. Stimmt. Ein anderer hat eine ähnliche Werkbank schon mal gemacht. Aber er hat zum Beispiel Linearschienen hier wesentlich einfacher ausgeführt und, besser gesagt, es sind gar keine Linearschienen, es sind ein anderes Schienensystem. Das fanden wir total windig. Haben wir gesagt, machen wir anders, machen wir genau so. Und der Test hier hat gezeigt, das ist richtig gut. Und wie gut das ist, siehst du jetzt. Im anderen Video haben wir das hier so wunderschön gebaut und perfekt ausgerichtet. Und was machen wir jetzt? Alles wieder ab. Wir schrauben das ab, bringen es auf die richtige Länge und dann fangen wir an, nach oben aufzubauen. Das ist aber ein garstiger Schrauber hier. Huch. Ich lese immer mal wieder, wozu braucht man so ein blödes Streichmaß denn? Genau hier kann ich einfach sagen, ich muss jetzt 71 mm abschneiden, also kann ich herangehen, 71 mm, und das kann ich an jedem wieder höhegenau gleich machen. Und zack. Eieieiei. So macht man das auch, oder mit der Säge? Das ist so eine Hacksäge. Das ist ein Hackebeil. Ich glaube, das geht anders. So auch nicht. Läuft bei mir. Mr. Werkstatt Europa. Mr. World Werkstatt. Nee, World Wide Werkstatt ist das hier. Am besten noch so, dass es passt. Festschrauben ist gut. Wenn wir Sachen festgeschraubt haben, fallen sie nicht mehr ab. Jetzt werden einige von euch sagen, was ist denn hier los? Du hättest das ja sofort so bauen können und nicht erst nach oben bauen, schön hier und da, wie alles auseinanderreißen. Doch, ich wollte euch im ersten Video erstmal zeigen, wie könnt ihr die Werkbank genau so bauen, dass es funktioniert. Und jetzt seht ihr auch, es ist super leicht im Nachhinein genau das so auch umzusetzen. Nämlich ist ja wirklich eine Sache von 10 Minuten. Schon ist es gekürzt und schon kannst du loslegen. Jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt kommt die Säge drauf und das erste Mal die Linearschienen drauf. Jetzt werden wir mal gucken, ob die Höhe, die wir berechnet haben, auch stimmt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich mich verrechnet habe. So. Okay. In dem ersten Video haben viele von euch gefragt, Mensch, wie kann ich denn diesen Hebel hier benutzen? Wir hatten schon von Anfang an im Kopf, dass wir das genauso machen. Deswegen haben wir auf diese Stelle hier keinen Wert gelegt. Wir haben im letzten Video auch gezeigt, wie du es machen kannst, wenn du es hier oben lässt. Aber seht ihr, jetzt kommen wir hier wieder ran und können von unten das eingreifen und schon benutzen. Aber ich habe immer noch Sorgen, ob das passt. Ich habe jetzt hier 21er Material, leg das hier auf und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Wenn die Säge noch fest ist, sind wir hier genau 1 mm drunter. Das war aber auch Absicht. Wir füttern das hier noch minimal auf, dass wir wirklich auf der perfekten Höhe sind. Für euch ist es relativ simpel, wie der Aufbau hier ist. Wir haben hier einfach die Linearschiene. Welche das sind, das verlinke ich mir dir unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch alle Materialien, die wir heute brauchen. Das ist natürlich das wichtigste Teil. Und ich sage euch, passt auf, dass ihr genau die richtigen nehmt. Die sind sehr, sehr gut, kann man auch in allen Dimensionen einstellen. Also hier meine absolute Empfehlung. Aber wir haben die Linearschienen, 50 mm Aufbau und
haben hier noch eine 21er Multiplex, die wir oben drauf bauen. Das heißt, wir müssen hier 71 mm, ja, diese Seite einfach nach unten setzen. Mehr musst du schon gar nicht beachten. So, hier haben wir jetzt unseren Schiebeschlitten. Sieht nicht so aus, aber das ist er gleich. Den lege ich mal hier drauf und dann seht ihr schon, beziehungsweise ihr könnt schon mal so ein bisschen mal ausprobieren. Ich muss sagen, das wird schon richtig, man kann schon sagen, das wird richtig sexy, glaube ich. Aber an der Stelle ist es so, das muss drauf und jetzt wollen wir die Linearschienen ja auch irgendwie festmachen. Dafür haben wir Folgendes gemacht. Und wenn ihr genau diese Linearschienen auch kauft, dann habt ihr einen großen Vorteil. Dann könnt ihr mich von uns diese Bohrschablone hier als PDF runterladen, ausdrucken. Und dann könnt ihr dasselbe machen wie wir, nur nicht mit Holz, sondern mit Papier. Nämlich das hier anlegen, an der genau richtigen Stelle, wo ihr es haben wollt. Und dann können wir hier mit dem Forstnerbohrer vorbohren, denn die Linearschienen brauchen bestimmte Schrauben, die leicht natürlich im Holz versenkt werden. Weil wir wollen eine ebene Fläche haben, aber ich zeige euch das am besten mal. Ich habe jetzt zwei Löcher gebohrt und das war eigentlich total bescheuert, weil ich weiß ja gar nicht, wie tief ich wirklich rein muss. Das habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier so einen Bohrstopp von ENT. Der ist eigentlich für normale Bohrer gedacht, geht aber auch damit. Den schraubst du einfach hier drauf. Jetzt kann ich den festmachen und jetzt kann ich ja Folgendes machen. Jetzt kann ich genau gucken, wie tief ich hier wirklich rein muss. Das müsste eigentlich jetzt wunderbar passen. Ich habe jetzt hier also meinen Stopp dabei. Ich zeige euch das mal und kann nicht mehr zu tief bohren. Was gerade hier in dem Fall, wo du überhaupt nichts siehst, weil sind die ganzen Späne, eigentlich ganz cool ist. Wobei es ganz merkwürdig aussieht hier, Doppelbohrfutter, aber es geht. Funktioniert. Das ist cool. Jetzt wissen wir, wo es hingehört. Jetzt kann ich es einfach wieder abziehen und festschrauben. Hier ist es sehr wichtig, dass ihr wirklich parallel zum Sägeblatt seid. Also nehmt euch hier die Zeit und arbeitet sehr sorgfältig. Jetzt ist der ganze Bums mal einmal zusammen und ich sage euch, das funktioniert richtig gut. Schaut mal, nach vorne und nach hinten. Und falls ihr euch wundert, hä, was ist denn hier los? Warum stoppt er denn hier hinten und fährt nicht einfach aus der Linearschiene raus? Genauso wie auf der Vorderseite. Ja, es hält wunderbar, weil hier ist ein Stoppklotz und der Gegenklotz zu dem ist hier hinten. Das könnt ihr für euch einfach genauso definieren, wie ihr das braucht. Auf der anderen Seite ist es genauso, da ist hier einer und einer hier ganz hinten. Dadurch kann es nicht nach vorne rausfallen oder nach hinten. Und was haben wir noch gemacht? Die Linearschiene fährt hier ja komplett raus. Ihr seht ja, hier sind die Halterungen, die da sind, und die Schiene geht nur bis hier. Das heißt, die vorderen Halterungen sind komplett raus und fahren hier in die Schiene rein. Du merkst auch, wie gut das funktioniert. Und jetzt fahren die hinteren hier raus. Damit das gut funktioniert, haben wir ganz einfach Folgendes gemacht. Wir haben an den Linearschienen hier vorne die Kante so leicht angeschrägt. Das heißt, Winkelschleife, Fächerscheibe und dann so ein bisschen rumgegangen. Und schon gleitet das jedes Mal perfekt rein und wieder raus. Und du hast nicht so diesen Mikromillimeter, an dem es vielleicht hängen bleiben könnte. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert und vor allem auch, wie stabil das ist. Nochmal für dich der Hinweis, wenn du wissen möchtest, welche Linearschienen wir hier benutzt haben, das findest du unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt fehlt hier noch eine Sache, nämlich, jetzt kannst du hier zwar ein Stück Holz drauf machen, hier, aber du hast keinen Anschlag. Den machen wir jetzt.
Und fertig ist der Anschlag. Im Grunde eigentlich total simpel. Ein paar Stücke Holz hier zusammengeschraubt und das war's. Aber das Teil hier ist wichtig. Auch das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil hier würde ich kein Stück Holz nehmen. Warum nicht? Weil du möchtest, dass das Ganze nicht abnutzt. Weil auf die Art und Weise kannst du das immer und immer wieder benutzen und hast hier einen richtig schönen hochwertigen Anschluss oder Anschlag für relativ wenig Geld, weil das kostet weniger, als man denkt. Jetzt brauchen wir noch eine Sache machen, weil das bringt ja so hier gar nichts. Das muss auch irgendwie fest und das ist auch eigentlich total simpel. Schnell zwei Löcher reingemacht, die Buchenstäbe hier rein, also quasi einen sehr langen Dübel genommen und schon haben wir diesen Winkel genau fixiert und bleiben immer im Winkel. Das Ganze werde ich auch noch später einleimen, aber jetzt brauchen wir noch eigentlich genau eine Sache, nämlich eine Fixierung bzw. eine Fixierung, dass der Winkel auch wirklich da bleibt, wenn wir hier arbeiten. Ja, ich bin voll durch. Ich bin so durch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie durch ich bin. Ein Schraubmuffel ist drin und jetzt können wir es hier einfach mit dem Sternengriff festmachen. Falls du dich übrigens fragst, wie wir das gemacht haben, wir haben hier einfach eine M8er, glaube ich, Schraube genommen, Kopf ab, reingeklebt, hier mit Loctite festgemacht, sodass wir hier das Ganze nicht mehr bewegen können. Normalerweise hast du beim Sternengriff ja folgendes, dass du hier ein Gewinde drin hast und kommst da... Ja, kannst rein und rausschrauben. Jetzt hier fest. Auf die Art und Weise können wir jetzt aber in die Einschraubmuffe einfach reinschrauben. Können das jetzt hier festmachen. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, aber das wabert hier noch rum. Warum eigentlich? Weil das hier noch eingeklebt werden muss. Ich zeig dir mal, wie gut das sitzt. Jetzt am Ende ist noch eine ganz kleine Kleinigkeit hinzugekommen und zwar dieser Riegel. Den brauchst du einfach, um das Ganze auch mal arretieren zu können. Wenn du nämlich ohne diesen Anschlag arbeitest, dann hast du ja immer noch deine Ebene, kannst ganz normal mit der Tischkreissäge arbeiten oder Anschlag kommt drauf, dann Riegel raus und schon hast du die Möglichkeit, wieder ganz normal mit dem Schiebeschlitten zu arbeiten. Und nochmal zur Verdeutlichung, das heißt, du kannst jetzt wirklich mit diesem Schiebeschlitten hier wunderbar arbeiten. Ja? Du hast jetzt die Möglichkeit, damit zu arbeiten oder nimmst die Schraube, löst das Ganze, also die Arretierung, die du hast, dann können wir es hier rausziehen, können das hier wieder vorziehen, rein und haben hier, ja, das ist stabil genug, um jetzt ganz normal hier mit der Säge zu arbeiten. Und genau darum ging es auch. Und auch wenn das jetzt im ersten Moment hier nach ein bisschen Arbeit aussieht, ist ein wirklich schönes Projekt und funktioniert auch richtig gut. Und wenn du noch Fragen hast, bin ich gern für dich in den Kommentaren da. Denk dran, die Pläne kannst du runterladen und solange wer der Held in deiner Werkstatt.